So. Ja. Die Sachen haben wir gut, haben wir verteilt. Ja. Die einzige Kiste, die wir noch nicht öffnen können, ist da hinten die von Arto. Dazu müssen wir ihn erstmal wieder gesund machen. Aber bevor wir jetzt hier ablegen und zu den Elfen fahren, mal kurzer Blick ins Tagebuch. Mit Bruder Emara ansprechen. Finden wir mal kurz raus, wem der Goldring und das Holzbein gehört. Ja. Vorher zu Ardos Heilungsquest noch kurz. Ardo wurde an der Zollfeste Thorstein von einem Meuchler mit einer vergifteten Waffe gesteckt und liegt seitdem in einem magischen Schlaf. Ich muss einen Heiler für ihn finden. Und Bruder Emmeran scheint der beste Anlaufpunkt zu sein. Ihr dort, bitte wartet einen Moment. Kommt ihr aus der Zollfestung? Bitte, ihr müsst mir helfen. Sie klingt ein bisschen jung für ihr Aussehen. Was ist los? Warum weint ihr? Mein Verlobter wurde vor einigen Tagen ganz ohne Grund verhaftet und auf die Festung gebracht. Vorhin hörte ich Kampflärm und nun regt sich dort nichts mehr. Bitte, habt ihr ihn vielleicht gesehen, als ihr dort wart? Also der Kampflärm kam von uns und weil jetzt da alle tot sind, kann sich da nichts mehr regen. Also, ja. Den goldenen Ring haben wir ich habe diesen goldenen Ring gefunden, gehört er ihm, Gegenstand übergeben. Das ist Felians Ring. Woher habt ihr ihn? Was ist mit Felian? Ihr das zu sagen, das wird jetzt nicht leicht sein. Vor allem für sie nicht. Der Kommandant hat ihn ermordet, es tut mir leid. Felian? Tot? Utravir? Warum nur? Hier, nehmt das als Dank für seinen Ring. Das war eigentlich für mein Brautkleid. Ich brauche es nicht mehr. Das geht schon ein bisschen ans Herz. Die Arme hat ihren Verlobten verloren. Und auch das mit dem Brautkleid. Wenn ich nur irgendwie nach Ferdok käme, dann könnte ich erzählen, was hier geschehen ist. Das ist das Einzige, was ich für Felian noch tun kann. Ja, das allerdings. Das Problem ist, wir kommen so schnell nicht nach Ferdok, deswegen können wir sie nicht mitnehmen. Hey, Effersbart, ich wünschte, ich könnte euch dahin bringen, aber unser Anführer braucht dringend Hilfe und Ferdok ist zu weit den Fluss hinauf. Ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Verzeiht, edle Leute. Ich bin Sarastro Castellani, eine Händler aus dem Süden. Eure Notlage, ich sehe sie und sie rühret mein Herz. Ich will die junge Dame sicher nach Ferdok bringen. Eigentlich sollte ich ein bisschen misstrauisch darüber sein, dass der jetzt auf einmal auftaucht und der klingt auch ein bisschen komisch, wie so ein Weiberheld ein bisschen. Wenn ihr dort seid, geht besser nicht zur Wache. Fragt nach einem Mann namens Gerling. Er kann euch sicher helfen. Sagt ihm Feires Schick. Ein kluger Rat. Wir wissen nicht, wie weit Kaltensteins Intrigen reichen. Das stimmt allerdings. Wenn Kaltenstein auch Spione in der Ferdoker Wache hat, kann das übel enden. Kaltenstein? Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich werde mich an euren Rat halten. Habt Dank. Und ihr auch, guter Händler. Möge Travia euch segnen. Möge Travia euch auch segnen. Dann lasst uns sofort aufbrechen. Bitte folgt mir, junge Dame. Und weg sind die beiden. Gut, das mit dem Goldring haben wir schon mal gelöst. Jetzt fehlt nur noch das Holzbein. Aber vorher hat Quano noch einen Stufenaufstieg gehabt, deswegen geben wir ihm jetzt das Fechten, die Fechtwaffen und das Schlösserknacken höher. Obwohl, ja doch, noch zwei Punkte auf seine Lebenspunkte. So. Ich kann das immer noch kaum glauben. Aber Travia, was für ein Kampf. Ich sage euch, der große Blonde hat sie alle drei niedergestreckt. Mit einem Schlag. Ja, aber dann fiel er plötzlich selber um. Komisch, ich habe gar nicht gesehen, dass er was abgekriegt hat. Weiß einer von euch? Das war wirklich der verrückteste Kampf, den ich je... Okay, die haben nicht viel Wichtiges zu bereden. Da ist sie ja noch. Kann sie uns noch was sagen? Nochmals vielen Dank. Ich werde mit Herrn Castellani nach Ferdok reisen, sobald er bereit ist. Nur einen Moment noch, werte Dame. Nur einen Moment.
Ich muss nur noch etwas Platz schaffen. Ja, sein kleines Bötchen ist voll bis oben hin. Da braucht er dringend etwas Platz. Da ist eine Wirtin. Gehen wir mal zu ihr. Alte Schiffskiste verschlossen, reden wir mal mit ihr. Hey, ihr! Kommt ihr aus der Festung? Was war denn da los? Hab die ganze Zeit über Schreie gehört. Ich hoffe mal, ihr habt den Kommandanten nicht verärgert. Der wird da nämlich ziemlich ungemütlich. Verärgert ist gut. Wir haben ihn an sein eigenes Haustier verfüttert. Aber ob wir das hier so sehr sagen sollen? Ja, wir sagen es hier durch die Blume. Keine Sorge, Kommandant Blumfold ist abberufen worden. Sicherlich wird er bald einen neuen Kommandanten geben, der hier wieder Ordnung schafft. Na, wollen wir es hoffen. Solange setze ich nämlich keinen Fuß mehr in die Festung. Das Theater da am Hafen hat mir schon gereicht. Bei mir in der Wirtsstube liegen jetzt 3 tote Männer. Nee. Und was treibst du mit den 3 toten Männern in der Wirtsstube? Die Ardo getötet hat übrigens. Naja, kann ich noch irgendwas für euch tun? Kann sie das? Ja, erstmal handeln. Sag das doch gleich. Okay. Sie hat starken Schnaps und einen Haufen anderes Zeug zum Trinken. Gucken wir mal, was wir bei ihr loswerden. Also, erstmal das Brett mit Nägeln, den Silberring, die Schwänze vor den Ratten und Wolfsratten, die Knochen, die Giftbeutel können wir auch bei ihr verkaufen. Verkaufen wir auch gleich das Feuerfliegenzeug und die Fellfetzen. Und der Buckler ist ein... Schließen wir mal kurz den Handel ab. Wie können zu Quano? Der Buckler ist -1,1. Okay, der Buckler ist besser als das Bretterschild. Gut, dass ich da nochmal nachgeguckt habe. So, dann kann das Bretterschild verkauft werden. Travia zum Gruße. Sag das doch. Okay, das Bretterschild, das ist aber immerhin auch noch eine Dukate wert. Sagen wir noch wieder. Da seid ihr ja wieder. Erstmal fragen wir sie. Was gibt's denn? Wer seid ihr? Ich bin Dorle. Dorle Halsbusch. Die Wirtin vom Gasthaus hier. Ah, das dachte ich mir schon. Eigentlich wollte ich mit euch über etwas anderes reden. Worum geht's? Was ist das für eine komische Kiste hinter euch? Die gehörte Gero, mein Mann. Bin gerade dabei, seinen Krempel aus dem Haus zu schaffen. Wieso? Was ist mit Gero kassiert? Abgehauen ist er der Nichtsnutz. Da war diese Torwalerin, von der er die Augen nicht lassen konnte. Hab nicht aufgepasst, weil gerade ein Schwung Wachen in die Kneipe kam. Und weg waren die beiden. Toller Mann. War ein Riesenweib, die Arme dick wie Baumstämme. Hat ihm wahrscheinlich schon das Kreuz gebrochen. Na, er war halt schon immer ein Dummkopf. Du hältst aber wirklich nicht viel von deinem Mann. Naja, gut. Was ist in der Kiste? Na, Geros Plunder halt. Keine Ahnung, was genau. Menschenkenntnis. Na, etwas mehr wisst ihr doch bestimmt. Immerhin war er euer Mann. Ach, da ist bestimmt nichts Wichtiges drin. Gero war ein Taugenicht. Allerdings hat er immer wie ein Luchs darauf aufgepasst, wenn er nicht gerade anderen Frauen nachgeguckt hat. Da ist dann vielleicht doch was Wichtiges da drin. Vielleicht war er ja kein solcher Dummkopf. Ist aber auch egal. Ich krieg das dumme Ding eh nicht auf. Das ist wiederum ein Problem. Gibt es keinen Schlüssel für die Truhe? Schlüssel? Ha, doch nicht bei Gero. Der hat doch immer so geheimnisvoll mit seinen Sachen getan, der Wichtigtor. War halt mal ein Schmuggler, wisst ihr? Dann kann er ja nicht so dämlich gewesen sein. Aus der Zeit hatte er ja auch sein Holzbein. Und damit hat er dann die Truhe abgeschlossen. So ein Blödsinn. Und jetzt ist er weg mit dem Bein und die Truhe ist hier. Wollte mich wohl noch ärgern. Das Bein haben wir. Ich habe hier dieses Holzbein gefunden, okay? Bei Travias Küchenfeuer. Das ist Geros Bein. Woher habt ihr es? Aus dem Maul eines Krakenmoorloch. Man hat ihn ermordet. Ermordet? Ach, mein armer, dummer Gero. Hab ich dir Unrecht getan? Und ich hab ihm noch gesagt, er soll aufpassen, wenn dieser Taschmann in der Nähe ist. Ja. Könnt ihr mir das Bein geben? Als Andenken, meine ich. Ein Andenken? Ist das wirklich alles, um was ich um Holzbein geht? Na gut, bei Travia, ihr habt schon recht. Ich
kann damit auch Geros Kiste aufschließen. Ja, das dachte ich mir schon. Gebt mir das Holzbein und ihr dürft euch was aus Geros Kiste dafür nehmen. Und wenn ihr was bei mir kaufen wollt, mache ich euch dafür dann immer einen guten Preis. Das klingt fair. Einverstanden. Danke. Dann wollen wir mal sehen, was da drin ist. Tja, das sind ein Beutel voller Münzen, eine vergammelte alte Karte und ein rostiger Schlüssel. Sucht euch was aus. Wir nehmen die Karte. Die Karte wollt ihr? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass da was dahinter steckt, oder? Naja, versprochen ist versprochen. Gut, den Rest stecke ich lieber ein, bevor es jemand mitgehen lässt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, nochmal wegen den Sachen aus Geros Kiste. Ich glaube nämlich, dass wir auch den Schlüssel brauchen. Was ist denn damit? Ich hätte gerne auch noch den Schlüssel. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Gero was Wertvolles weggeschlossen hat, oder? Das ist doch wieder nur so eine Spinnerei von ihm. Ich gebe euch das Ding für 5 Dukaten. 5 Dukaten für einen rostigen Schlüssel? Das ist mir zu viel. Tja, dann wird das leider nichts. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Gero was wert ist. Ihr habt hier 5 Dukaten. Seid sehr nett zu einer armen Witwe. Wollt ihr sonst noch was? Glaubt ihr, dass Gero einen Schatz versteckt hat? Naja, können wir mal fragen. Ein Schatz? Wo sollte dieser Tunichtgut denn sowas herhaben? Allerdings hat er ja nie viel erzählt. Vielleicht ist ja noch irgendwo was übrig aus seinen Schmugglertagen. Gut. Eigentlich wollte ich über was anderes reden. In Ordnung. Worum geht's? Ich hätte da eine Frage. Was gibt's denn? Na, was Neues können wir Sie nicht fragen. Worum geht's? Ich muss weiter, lebt wohl. Bringe das Holz beim Finde Geros Schatz, finde einen Nutzen für den Schlüssel, folge der Schatzkarte. Gut, wenn wir auf die Karte gucken, der Schatz ist da oben. Ja. Ah, das ist jetzt dieselbe Questmarkierung wie die, die wir neulich schon hatten, wo ich mich gewundert habe, warum das Quest so heißt. Aber gut, bevor wir uns, glaube ich, um diesen Schatz kümmern, sollten wir uns erst um Ardo kümmern, denke ich. Weiß einer von euch, wer der Fremde ist? Also, zurück zum Schiff. Und dann zu Bruder Emmeran, ob er uns helfen kann. Naja, gehen wir mal aufs Schiff. Aber ich denke mal, bevor wir zum Bruder Emmeran fahren, speichere ich hier das Spiel mal ab und mache erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.